Ich brauche Sie gar nicht fragen. Ich sehe, dass es Ihnen gut geht, denn es muss Ihnen gut gehen. Sie gehören doch zu den Guten. Und das ist doch dieses gute Gefühl, das wir hier im Westen haben, oder? Wir im Westen, wir sind die Guten. Und es ist ganz wichtig, immer zu wissen, dass man auf der richtigen Seite steht. Egal, was auf der Welt passiert. Und wir stehen immer auf der richtigen Seite. Das ist ja das ganz Tolle. Dieses schöne Gefühl, wenn man weiß, dass der Gott, an den man selber glaubt, dass der wirklich da ist und allmächtig ist und dass der Gott, an den die anderen glauben, überhaupt nicht existiert. Das ist doch wichtig, dieses Gefühl. Dass wir auf der richtigen Seite stehen, dass wir im Westen mit dieser kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Art zu wirtschaften, dafür sorgen, dass die ganze Welt irgendwann mal in Freiheit und Wohlstand und Glück leben kann und dass diese Bösen im Osten wohnen, die im Namen des Sozialismus allen Menschen alles nur wegnehmen wollen. Und dass wir das nie vergessen, meine Damen und Herren, dass wir nie vergessen, dass wir auf der richtigen Seite stehen, dafür sind unsere Medien da. Das ist das Schöne. Unsere Medien, die kriegen es hin, jedes Thema so zu bearbeiten, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Das finde ich großartig. Ukraine ist ein wunderbares Beispiel. Ukraine, da weiß bis heute keiner ganz genau, was da passiert ist. Was auf der Maidan los war, wissen wir nicht wirklich. Wer da geschossen hat, wer da hat schießen lassen, das ist bis jetzt ungeklärt. Aber wir sind auf der richtigen Seite. Das ist doch großartig, oder? Das muss man erstmal hinkriegen. Denn man muss das eben unterscheiden können. Sehen Sie, wenn der demokratisch gewählte Präsident Janukowitsch von bewaffneten Kämpfern verlangt, dass die Regierungsgebäude, die sie besetzt haben in Kiew, räumen, ist das was ganz anderes. Als wenn eine Übergangsregierung, die sich selbst ernannt hat, von bewaffneten Kämpfern verlangt, dass sie in der Ostukraine Regierungsgebäude räumen, die sie besetzt haben. Sehen Sie, der Janukowitsch, der hätte in gar keinem Fall Gewalt anwenden dürfen. Das hätten wir niemals akzeptiert. Die Übergangsregierung, die darf ihre eigene Bevölkerung mit Hubschraubern beschießen. Das ist aber doch gut zu wissen, dass nicht alle alles dürfen. Was die Guten dürfen, dürfen die Bösen noch lange nicht. Stellt sich mal vor, der Putin hätte das Handy von der Merkel abhören lassen. Da würde der Generalstaatsanwalt jetzt nicht gegen Unbekannt ermitteln. Das ist eben ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob die Amerikaner den Irak plattbomben, dann da einmarschieren und ein paar hunderttausend Menschen umbringen und dann sagen, ach, der Hussein hatte die Atomwaffen ja wirklich nicht. Ja, shit happens. Viel Spaß damit auch im kaputten Land. Oder ob der Putin auf der Krim die Menschen darüber abstimmen lässt, von wem sie unterdrückt werden wollen. Man muss das differenzieren können. Und zum Glück können wir Deutschen können am allerbesten differenzieren. Wir wissen zum Beispiel ganz genau, wo man die Menschenrechte verteidigen muss und wo man auch mal ein Auge zudrücken kann, weil es eh schon so schön gefoltert worden ist. Wie in Guantanamo. Das ist auch ein innovatives Konzept. Waterboarding, haben Sie das vorher gekannt? Seitdem weiß ich, was ein wasserdichtes Alibi ist. Und eines muss er den Amerikaner lassen. Sehen Sie, die peinigen ihre Feinde nicht mit so lächerlichen Schauprozessen. So eine amerikanische Drohne, die stellt Anklage, Urteil und Vollstreckungsbefehl in einem zu. Und zwar weltweit. Wir können differenzieren, meine Damen und Herren. Ja? Wir wissen, wo man sich einsetzen muss und wo nicht. Und wir Deutschen, wir sind immer bereit, Opfer zu bringen, auch für die Menschenrechte. Das haben wir immer wieder bewiesen. Nicht? Vor 2 Jahren Fußball-Europameisterschaft, können Sie sich erinnern? Wir haben das Halbfinale gegen Italien verloren. Wegen der Menschenrechte. Ja, die meisten wissen das gar nicht mehr. Das war doch damals das Endspiel wieder in Kiew gewesen. Daran erinnern sich aber. Polen, Ukraine, Doppel-EM. Endspiel in Kiew. Der Janukowitsch war doch damals schon im Amt. Das war doch dieser Diktator. Mein Präsident Gauck, der Präsident der Herzen. Ja, ich hätte auch gerne mal einen fürs Hirn gehabt. Aber der Gauck hatte sich damals geweigert, den Janukowitsch in Deutschland bei seinem Besuch überhaupt zu begrüßen. Und mein damaliger Innenminister Hans-Peter Friedrich, der hat damals wörtlich gesagt, ich kann nicht in Kiew auf der Tribüne über Fußball jubeln, weil ein paar Kilometer entfernt die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Kein deutscher Politiker wollte in die Situation kommen, in Kiew beim Endspiel neben dem Janukowitsch sitzen zu müssen und sich über Fußball zu freuen. Und deshalb musste der Jogi das Halbfinale verlieren. Der hat doch nicht freiwillig diese Mannschaft aufgestellt, jetzt bleiben Sie mal realistisch. Das kam von ganz, ganz oben. Damals ging es um Julia Timoschenko. Sie erinnern sich, Julia Timoschenko saß damals im Knast, das war die größte Menschenrechtsverletzung aller Zeiten. Und dieses unbarmherzige Regime, die haben die doch nicht mal rausgelassen zur Behandlung. Julia Timoschenko hätte sie so gerne behandeln lassen in Guantanamo. Ja, die Amerikaner versprechen das. Eine halbe Stunde Waterboarding, da haben sie keine Rückenschmerzen mehr. Julia Timoschenko ist damals zu 7 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie als Ministerpräsidentin ihrem Land einen Schaden von 159 Millionen Euro zugefügt hat. Habe ich mich jetzt nicht direkt gewundert, dass unsere Politiker sich für die Frau engagiert haben. Wenn das Schule macht,
wie lange allein der Wovereit für den Flughafen in Berlin einsitzen müsste. Wenn er wieder rauskäme, könnte er direkt zur Eröffnung rüberfahren. Oder? Oder Angela Merkel selber. Ich bitte Sie, Angela Merkel hat das Assel-Lager genehmigt, als Umweltministerin damals. Assel-Lager kennen Sie, wo die Atomfässer vor sich hinrosten? Ja, ja, das ist fehlerhaft genehmigt worden. Ja, sie war damals jung und brauchte das Geld. 6 Milliarden Euro Schaden. 6 Milliarden soll es kosten, die Fässer zu retten. 6 Milliarden Euro Schaden angerichtet durch Angela Merkel. Wissen Sie, wie lange die Timoschenko dafür hätte liegen müssen? Aber die Merkel hat eine Gewissheit, egal was passiert, sie kann keinen Bandscheibenvorfall kriegen. Sie hat ja keinen Rückgrat. Das beweist sie immer wieder. Auch damals nach der Europameisterschaft war sie direkt in China anschließend. Da war das harte Kabinett dabei, die Spitze der deutschen Industrie. Denn in China, und das ist das Schöne, da werden die Menschenrechte eben nicht mit Füßen getreten, da werden sie handmassiert. Und die Bevölkerung stöhnt lustvoll auf. Au, wai, wai, wai. Ja, China. China feiert gerade diesen Tag den 25. Jahrestag der Rettung der Menschenrechte auf dem Platz des himmlischen Friedens. Dieses Massaker haben wir den Chinesen längst verziehen. Dass der Russe sich die Krim unter den Nagel gerissen hat, wird eine offene Wunde bleiben für immer, meine Damen und Herren. Denn China hat damals Airbus gekauft. 52 Airbus haben die bestellt und deshalb war die Marke mit ihrem Tross in China. Hätte Janukowitsch ja auch machen können in der Ukraine, nicht? Hätte ja auch Airbus gekauft, hätte er keine 52 kaufen müssen. Hätte er 2 Airbusse gekauft, wären wir auch zum Endspiel gekommen. Der Gauke hätte die Maschinen persönlich vorbeigebracht. Hätte gesagt, Herr Janukowitsch, über die Menschenrechte müssen wir noch mal reden, aber jetzt essen wir erstmal was. Und wenn der Klitschko und die Timoschenko sich damit beschwert hätten, hätte der Gauke gesagt, haltet das Maul, hier geht's zum Arbeitsplatz, da kennt ihr nichts von. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Doppelmoral, meine Damen und Herren. Das ist die kapitalistische Freiheit, von der der Gauke immer sabbert. Die Freiheit, Geschäfte zu machen mit jedem Schwein auf der Welt, bis sich ein noch zahlungskräftigeres Schwein findet. Dankeschön.